Wir sind in Gruppe A, Hansa eFootball vs. White Elephant. Wir begrüßen euch, Hansa eFootball von der linken Seite auf die in weiß nach rechts und die weißen Elefanten von rechts nach links in schwarz mit dem ersten Angriff, mit einem schönen Pass in den Schnittstelle. Torhüter passt aber auf und der Verteidiger von Hansa klärt den Ball noch raus. Wir gehen in die nächste Szene direkt rein, abgelegt auch von den weißen Elefanten hier ran. Hansa kriegt den Ball noch geklärt ins Dribbling. Das war etwas risikobehaftet. Der Ball wird direkt umgeschaltet. Torhüter ist auch in dieser Situation da. Hier ist schon viel drin, viel Wirbel. Wir sind in der 11. Minute erst. Das heißt, wir haben ja noch ein paar Szenen, die vor uns sind. Angriff über die linke Seite von Hansa an den zweiten Pfosten und direkt Tor rein in die Mitte. Wunderbar gemacht, schöne Flanke. In die Mitte zwar reine Tore, da kann aber nicht allzu viel machen. Die Reaktionszeit war nicht für ihn gegeben. Die Nummer 9 freut sich über das Tor. Wunderbar. Wir schauen, was White Elephant daraus macht. Spiel über die Mitte wird durchgesteckt und jetzt kurze Ecke. Oh, der Abschluss war nicht besonders gut, aber der Versuch und das Herausspielen war toll. Wir sehen wieder White Elephant über die linke Seite. Führt den Ball in die Mitte. Wir sehen wieder, sie suchen wieder die Mitte. Wieder den Pass nach oben rein. Schön und kurz Ecke. Knapp vorbei. Schade, es war eine schöne Situation. Der nächste muss aber sitzen, Jungs. Sonst wird es eng. 1:0 immer noch weiterhin für Hansa Rostock in der 61. 62. Minute. Kopfball, zweiter Pfosten. Steht völlig frei und kann ihn einfach einnicken. Das hat er wunderbar gemacht. Aber wie frei steht er auch da? Der gute Müller mit der Nummer 4. 2:0. Hansa eFootball. Was jetzt zeigen die Elefanten noch? Erstmal wieder Hansa über die linke Seite. Kopfball. Wir sehen, wird getrieben. Oh, das war ein Frustfall. Rote Karte. Er geht runter vom Feld. Die Elefanten. Soninho, die Elefanten nur noch mit 10. Es wird weiter über die linke Seite angegriffen. Hansa jetzt mit einem Mann mehr. Schöner Pass. Und da ist die Grätsche. Es gibt keinen Elfmeter. Nein, die Grätsche war sauber. Das Nachtackling von White Elephants schon getrieben, aber der Angriff über die rechte Seite nicht mehr so konsequent zu Ende gespielt. Wir sehen nochmal, 90. Minute schon, wir haben schon die Nachspielzeit. Hansa über die linke Seite, da ist jetzt alles frei. Eieiei. Sieht er oben ihn am zweiten Pfosten oder macht das selber? Er sieht ihn. Ja, Chip kommt rüber. Torhüter ist da, aber im Nachschuss geht da noch was. Das wird jetzt ausgespielt und den trifft er nicht. Das ist ja jetzt hier mehr Überzahl von Weiß als von Schwarz. Kurze Ecke, Torhüter ist auch wieder da, hat ihn pariert, wunderbar. Es geht trotzdem weiter, auf der Linie noch gerettet. Kurze Ecke, da ist er doch drinnen. Meine Güte, was war das für eine Situation, was war das für ein Spiel? 3:0, es ändert nicht mehr viel. Tschüss, bis bald.